Wie sie sich alle in die Hosen scheißen. Weiche von mir. Kinderspiel, so. Und jetzt. Codex-Seite holen. Und wieder eine Seite mehr. Schneider, ich guck noch mal kurz beim Kunsthändler vorbei, wie ich schon gesagt habe. Das habe ich zu verbergen. Ach ja, das Töten macht noch mehr Spaß als im ersten Teil. Gut, hier ist der Kunsthändler, zu dem ich wollte. Hoffe ich. What? Ist er doch auf der anderen Seite? Oh, Scheiße. War ich doch hier richtig? Ach ja, das ist schon geil. So, dann zeig mal, was du hast hier. Beutel kann ich mir eh noch nicht leisten. Ups. Nein, ich wollte eigentlich... Nein! So, ich möchte ganz gerne sprechen. Was einkaufen? Kleider färben. Was hast du denn zur Auswahl? Mahagoni habe ich. Scharlachrot wäre natürlich geil. Purpur. Oh, das sieht aber auch richtig geil aus. 1200. Ne, das ist mir noch zu teuer. So, Kunsthändler. Schatzkarten. Habe ich schon beide. Gut. Adio. Kunsthändler, Rebecca 84. Rebecca. Okay. Sieht so aus, als könntest du hier Gemälde für die Villa Auditore erstehen. Vielleicht haben sie auch noch ein paar andere Besonderheiten im Angebot. Die Werkstätten der Renaissance-Künstler waren normalerweise klein und es wurden hauptsächlich religiöse Dekorationen für Kirchen oder Privathäuser angeboten. Kunsthändler galten nicht wie heute als Visionäre, vielmehr wurden sie als Handwerker betrachtet. Verschluckt. Auf einer Stufe mit Tischlern und Schmieden. Kunst wurde meist in Kooperativen produziert. Der Werkstatt stand der Meister vor, der Kommissionen erhielt und die Zusammenstellung der Gemälde überwachte. Von ihm wurden Geschäftstüchtigkeit und profitables Wirtschaften erwartet, üblicherweise durch die Anfertigung von Kopien der religiösen Gemälde, die gerade in Mode waren. Alles klar, das war's. Nein. Ach, Gottes Willen. So, da haben wir es. Wo haben wir den nächsten? Da ist der nächste Zielpunkt. Ach man, ja. So. Sehr schön. Los geht's. Oh, meine Nase nervt mich gerade. Fuck. Ach ja. Laufen wir mal weiter. Es sind ja schon gleich da. Nein. Oh. Puh. So. Oh, hier ist auch noch eine. Augensymbol. An der Kirche dran. Das ist eine Feder. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, zum Glück. Ja, okay. Okay. Nein, gut, da komme ich nicht hoch. Aber hier? Auch nicht. Frisch gefangene Ek. Nein, eigentlich nicht. So, so ist besser. Muss da hoch. Geht das hier? Nein. Gut, dann hier drüben. Und dann. Hopp. Scheiße. Ja, das war klar, dass das nichts wurde. Das wusste ich von Anfang an. Ich wollte es aber trotzdem versuchen. Oh, cool, eine Schatztruhe. Ein Glück, dass ich da runtergefallen bin.
So, erstmal muss ich hier hoch hier. Nein. Nein. Und hopp, hopp, hopp. Und jawohl. So, jetzt heißt es Ausschau halten nach dem Augensymbol hier. Also. Okay. Ohne Feder. Nein, nein! Alter Schwede. Los, nach oben. Nice. Ich synchronisiere erstmal. Vielleicht ist das ja auch an dem Turm dran hier oder so. Ich weiß es ja nicht. Und da habe ich's. Oder auch nicht. Fuck! Oh Mann! Fick! Alles klar, ich muss gleich nochmal was an den Einstellungen umändern. Das geht jetzt hier schon wieder so los hier mit das Ornat. Es ist scheiße. Ach, da könnte es auch dran sein, ne? Ja. Gut, ich muss mich gleich nochmal hier umsehen. Darauf. Und synchronisieren. Nice. Nein. Doppelt hält besser. Was soll's? Ach ja. Scheiße. Sollte er sich eigentlich dran festhalten, was er natürlich nicht gemacht hat. War ja klar, dass mir sowas passiert. Ein Feind, ach so, okay. So, ist es hier irgendwie dran? Nein. Halt's Maul. Scheiße, Mann, wo war das hier? So. So, Fresse halten hier. Ich bin nur zu Besuch. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Ah, lauft. Danazione, das ist mir zu heiß. Bitte, lass mich gehen. Ich bin ein Nichts. Ein Niemand. Alter, ich mach doch gar nichts. Die alle immer Panik schieben gleich. So, scheiße, ich finde das einfach nicht. Ich liebe diese Klinge. Danke. Pflege für alle. Jo. Und ab geht's nach oben nochmal. Ein allerletztes Mal. Dieses Mal. Denn ich sehe es immer noch nicht. Vielleicht bin ich auch am falschen Gebäude. Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt gleich auch egal, wenn ich es jetzt nicht finde hier. Bin ich weg. Alles klar, nächster Zielpunkt ist der Aussichtspunkt hier unten.
Keine Codex-Seite in Reichweite? Nee. Okay. Auch nicht schlecht. Wow, Ezio, Mann. Was macht der denn da? So, ich finde... Ich schluck jetzt einfach mal eine Medizin. So, und damit, es wird langsam wieder Tag, bewege ich mich in Richtung letzten Aussichtspunkt, der derzeit hier in Florenz verfügbar ist. Und wie man jetzt gerade auch schön sehen kann, es ist noch mehr mit diesem Dächerlaufen und sowas, das ist noch mehr geworden. Ach, puh! So. Scheiße, ey. Meine Fresse nochmal. So, ich würde sagen, synchronisieren und damit hätten wir hier alles gesehen. Allerdings gibt es ja noch eine andere Flussseite. Ich weiß nicht, ob es da noch weitergeht. Die Stadt. Schauen wir mal kurz auf die Map. Ja, da geht's noch weiter. Da auch noch. Aber da kann ich jetzt noch nicht hin. Erstmal geht's zurück zu wie auch immer. Wie auch immer. Und ja. 185 Meter. Geht. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität zu Wenn ich mir überlege, dass in Teil 1 teilweise 300 Meter, dass ich da teilweise 300 Meter durch eine Stadt laufen musste, ist das hier noch recht angenehm. Ne? Der ist oben auf den Dächern? Ja, sehr gut. Wo kommt der wohl her? Ach, die Codex-Seite habe ich ja den schon abgenommen. Dazu, fass ihn, dort! Ja, ja, gut, weiter so! Zack, Kinderspiel! Ich will nicht vor dir! Ja. Misericordia! Sie verschwinden! Ups, nee, nein, da will ich nicht hoch, Ezio. Danke. So, Hintereingang. Nee, kann ich natürlich nicht nehmen, ich muss vorne rein. So, interagieren. Ach ja. Ihr wart ja ganz schön lange vor Ort. Ja, ich habe auch noch ein bisschen erforscht. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit. Scheiße, ich hab's verkackt. Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Kein Ding. Als wären sie meine Familie. Ah, das wird sein Ende sein. Richter, geschworener Henker. Eine Kunstausstellung in der Santa Croce besuchen, Uberto finden und Rache nehmen. Akzeptieren, machen wir doch glatt. Der hat nicht mehr viel zu lachen, der, die dicke Qualle. Wo kommt der wohl her? Ich kenn, da ist er. Lajou! Vorwärts! Ja! Mio Dio! Weg, weg, weg! Und ab und weg hier, wollte ich sagen. Was ich noch gucken wollte, gibt es... Ups. Okay. Ah, hier habe ich erforscht, aber hier gibt es nichts. Alles klar. Was ich auch klasse finde, es gibt nicht mehr diese Verrückten, die einen schubsen. Zumindest weiß ich davon nichts. Verdammt, da ist er. Schnell, er entkommt uns. Und du bist auch nicht gerade der Hellste, was? Idiot. Und abwärts.